Moin Moin und Glück auf. Freunde, schön, dass ihr dabei seid bei Kohle und Stahl. Heute geht es um diesen Watersmoker für ca. 300 Euro. Und das soll der beste Wassersmoker sein, den man für den Preis bekommt. Guckt euch dieses verdreckte Ding mal an, wie der aussieht. Wir werden den jetzt reinigen, neues Dichtband einziehen und euch alles weitere in diesem Video erklären. Viel Spaß! So, der Bomber ist sauber. Jetzt kommt da nochmal ein neues Dichtband dran. Das mache ich immer hier um die Türen herum. Und dann stellen wir euch das Gerät mal im Detail vor. So, und jetzt ist wieder alles dicht. Geil. Schick, hä? Machen wir oben auch noch. Der hat nämlich zwei Türen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wa? Jo. So, Band 2 ist auch drin. Jetzt ist wieder alles dicht. Wie lange hast du dafür gebraucht, Olli? Ach, keine 5 Minuten. Für beide? Ja, wir verlinken euch das Band mal in der Infobox unten. So, da ist er. 5 Jahre alt. Unser Rösle Watersmoker F50S. Ich habe den damals für knapp über 300 Euro gekauft und jetzt könnt ihr mal unten in der Videobeschreibung gucken, da ist der verlinkt, da könnt ihr den aktuellen Preis euch mal anschauen. Der ist immer noch deutlich unter 400 Euro zu haben. Also der Smoker hat einen Durchmesser von 50 cm und wird hier mit so 2 Rosten ausgeliefert. Die kann man dann, ich glaube, auf 3 verschiedenen Ebenen kann man sich die hier in den Grill reinbauen und somit verschiedene Braten und verschiedene Bratengrößen darauf zubereiten. So, hier oben hat der Kamerad seinen Deckelthermometer. Das ist auch ganz in Ordnung, also damit kann man schon gut abschätzen, wie heiß es da drin ist. Die Lüftungssteuerung erfolgt hier über so ein schönes Rad. Das klappt einwandfrei. Gerade wenn er so ein bisschen schon ein paar Wochen im Einsatz ist, dann ist das hier alles so schmandig abgedichtet, dass es echt sehr gut funktioniert. Die zweite Lüftung ist unten. Kommt mal mit. Da gibt es dann hier diesen Regler. So ist es ganz zu. So ist volle Pulle und so ist auf minimal. Also man bewegt sich meistens in diesem Bereich, um die Temperatur genauer zu steuern. Innen drin sieht das so aus. Da haben wir so ein Rad und dann werden hier die Luftklappen auf und zu gemacht. Man sollte niemals die Asche ganz rausmachen, weil die Asche sorgt eigentlich dafür, dass es schön abgedichtet ist. So, jetzt haben wir den gerade offen. Dann können wir uns mal dieses Kohlerost angucken. Das ist hier so gewölbt. Das heißt, man kann einmal die Kohlen so reintun und dann hier eine direkte Flamme oder eine direkte Hitze erzeugen in der Mitte. Man kann das aber auch umdrehen und so benutze ich das eigentlich am liebsten zum Smoken. Und dann macht man sich hier einen schönen Ring hin aus Briketts und dann zündet man den ja wie so ein Minionring und der ist dann schön schon geführt in dieser Form und man braucht da gar nicht großartig stapeln. Man kippt die einfach hier im Ring auf und macht das an und dann brennt er von einer Seite auf die andere durch. Sehr geiles Gadget. Hier im unteren Bereich ist eine 7 Liter Wasserschale. Da habe ich eigentlich direkt am Anfang habe ich die mit Sand aufgefüllt, die dann mit Alufolie abgedeckt und dann brauche ich nicht ewig, wenn der irgendwie Long Job Subs oder wie nennt man das, dann brauche ich da nicht ewig das Wasser nachkippen. Mit Sand ist das wesentlich einfacher und pflegeleichter. Ja, ihr habt es gerade schon gesehen, der hat 2 Klappen oder Türen, jeweils für die einzelnen Etagen. Hier kann man dann zum Beispiel mal moppen oder sowas in der Art. Hier kann man auch an die Kohlen dran, kann nochmal einen Holzscheit nachwerfen. Und eine Besonderheit an den Türen, komm mal hier rum, die haben hier unten so eine Kerbe und da kann man dann das Thermometer perfekt durchführen. Wenn man hier seine Braten oder mehrere Pulled Porks drin hat, dann kann man die Thermometer durch diese Einführung reinschieben. Hier ist das Dichtband, haben wir gerade schön gemacht und die schließen hier ganz einfach und auch ziemlich perfekt ab. Wenn man den guten hier mal transportieren möchte, wie heute, da habe ich den hier zum Michael gekarrt, dann hat der hier so schöne Scharniere und dann kann man den
zumachen. Muss ja natürlich auch gerade sitzen. Und wenn man den dann irgendwo ins Auto stellt oder sonst was, dann, dann fällt er einem auch nicht auseinander. Das ist ganz cool. Ich geh mal hier rum, mach die mal zu und aus. Zack, zack. Und wenn es dann ein bisschen wackelt, dann steht er noch stabil. Außerdem hat der hier unten zwei richtig große, schöne Rollen, auf denen man den dann rumrollen kann. Kann man den hochnehmen und bewegen. Also das sind schon ordentliche Teile. Damit bleibt man auch mal nicht im Rasen stecken oder sonst irgendwas. Ne? So, hier der Deckel, der ist ja an so Scharnieren befestigt. Komm mal eben rum. Das sieht so aus. Da ist ein Stift mit einem Splint und dann kann man den rausziehen und dann kann man den Deckel zum Beispiel auch an einer der anderen Ebenen befestigen, zum Beispiel hier unten. Aber da zeigen wir euch gleich dann nochmal im Detail, wie das aussieht, wenn der anders zusammengebaut ist. Ja, wenn man den hier in verschiedenen Modis irgendwie zusammenbauen möchte, da hat man hier auch überall schöne Griffe, da kann man den schön transportieren, muss nicht irgendwie, auch wenn wir haben den auch schon benutzt, dass wir den bei einem Grillvorgang mehrfach zusammen und wieder auseinandergebaut haben, weil wir dann doch wieder unten was direkt angrillen wollten und danach den Braten irgendwie nach oben gelegt haben oder sonst irgendwie. Da hat er hier schöne Plastikgriffe, damit kann man die ganzen Elemente schön sauber und ja, ohne sich zu verbrennen auch transportieren. Ich habe ja schon erwähnt, dass man den Smoker auf verschiedenste Weisen aufbauen kann und ja, jetzt ist eigentlich so dieser klassische Modus. Ne? Man hat hier oben ein Rost, ihr habt hier mächtig viel Platz, um da ein Pulled Pork oder auch drei Stück draufzulegen. Hier unten ist noch eine Ebene, da kann man noch drei Pulled Porks drauflegen. Dann ist hier unten die Sandschale in meinem Fall drin, die das Ganze ja, abschirmt und unten noch die Kohlen. So ist so der klassische Aufbau, wenn man so einen Longjob halt machen möchte und ordentlich smoken möchte. Eine mega geile Variante und auch eine Kaufentscheidung für mich war das hier. Der wird mit diesem Aufbau ausgeliefert, mit Haken, so dass man hier räuchern kann. Und das ist richtig cool. Ich habe hier Schweinefilets schon drin geräuchert. Das Video verlinken wir euch auch mal. Und außerdem haben wir auch schon Fische damit geräuchert und das ist einfach top. Also genau sowas braucht man doch. Hier kann man, hier sind jetzt, was haben wir jetzt, 2, 4, 6 drin. Hier können aber noch 2, 4, 6, 8, 10, 12 weitere Haken rein. Wenn man irgendwie nur ein paar Filets hat, dann kann man hier mit 18 Filets gleichzeitig räuchern. Und das ist doch mal richtig cool. Ja, wie ihr vielleicht seht, ist der Kamerad jetzt eine Stufe kleiner. Wenn man vielleicht nur, einen Braten hat, den man hier platzieren möchte, dann reicht das völlig aus. Dann braucht man in der Theorie auch weniger Kohlen, um das ganze Ding aufzuheizen. Habe ich eigentlich noch nicht so oft benutzt, weil ich lasse den immer zusammen. Ich habe dann keinen Bock, den auseinanderzubauen. Aber es funktioniert. Guckt euch das an. Nächster Aufbau. Jetzt haben wir einfach einen klassischen Kugelgrill. Guckt mal rein. Das ist unser Rost. Hier unten das Kohlerost. Wie gesagt, ihr könnt euch entweder die Kohlen auch nach außen machen. Dann kann man in einer Seite heiß angrillen und auf der anderen Seite hat man eine indirekte Zone. Oder man macht die Kohlen in der Mitte und hat dann außen eine indirekte Zone und kann hier auch richtig Feuer erzeugen. Hier kannst du ein Steak drauf grillen. Das ist gar kein Problem. Geil, oder? So Leute, und das kennt wahrscheinlich noch keiner. Wir haben hier auch eine Dutch-Ofenstation einfach eingebaut. In den Mitten kommen die Kohlen rein, Dutch-Ofen drauf und schon kann man bei jedem Wind und jedem Wetter seinen Dutch-Ofen betreiben. Man hat die Sauerei im Grill drin mit der ganzen Asche und sowas und das ist mega cool. Man kann auch wahlweise noch den Deckel drauf tun, wenn es richtig stürmisch ist, aber ne, das ist doch schon ein cooles Gadget. So Leute, ihr habt es gesehen, das ist der ultimative Allrounder. Der kann eigentlich alles. Und genau deswegen ist das auch der Grill. Wenn ich mir nur einen Grill aussuchen dürfte, mit dem ich mein Leben lang grillen müsste, dann wäre es dieses Gerät, weil der einfach alles kann. Ja, ihr habt es schon gesehen, das
was ich so nachgekauft habe. Ich habe das Dichtband einmal mir geholt und dran gemacht. Dann habe ich hier so Fischhaken, die kann man dann hier oben noch mit, wenn man da Forellen oder sowas hat, zum Räuchern benutzen. Und ein bisschen Sand. Ansonsten ist hier alles im Lieferumfang mit drin und das ist einfach so super geil. Ne? Auf jeden Fall, ich kann mich da nur anschließen. Ich habe ja mit dem Grill auch einige Videos machen dürfen. Die Gerichte waren immer spitze. Wir haben den Grill gerade sauber gemacht. Gut, das wollte ich das erste Mal, aber ihr habt es gesehen, da sind keine großen Macken dran nach der langen Zeit. Und wir benutzen den Grill wirklich, wirklich oft. Ja, ihr könnt mal in unsere Playlist reingucken. Ja. Also da werdet ihr wirklich reichlich Videos mit diesem Gerät hier finden, wo auch alle Funktionen schon mindestens einmal benutzt wurden. Das ist echt klasse. Vom Steak zum Datschen über Fisch war alles dabei. Ja. Also wenn einer sich einen Smoker sucht und auch noch ein vielseitiges Gerät haben möchte, können wir diesen Grill für diesen Preis, ja, können wir empfehlen. Ja, zu 100%. Absolut. Ja. Eine Sache war noch, auch noch ein Kaufargument. Der hat genau die Größe, dass die IKEA-Schalen, die großen, hier reinpassen. Die Konsistform. Die Konsistform. Ja. Also auch wieder so ein Ding, was einfach perfekt ist. Ne? Wenn man da die Rippchen gerade schön gesmoked hat und möchte die dann dämpfen, dann packst du die einfach in die IKEA-Schalen rein. Du brauchst keine besonderen Schalen dir holen, da passen die Standarddinger. Das ist einfach Bombe. Das ist wirklich geil. Also, ja. Gut, wenn ihr mehr Spaß an solchen Videos habt oder ihr möchtet, dass wir andere Grills auch mal so auf Herz und Nieren mal checken, oder ihr habt sonst irgendwelche Sachen, schreibt es bitte unten in die Kommentare, lasst es uns wissen. Genau. Dann würden wir euch gerne was verfilmen. Ne? Genau, abonniert gerne unseren Kanal und schaut in die Videobeschreibung, da ist der Grill auch verlinkt. Könnt ihr euch den mal angucken. Gut, dann bis die Tage. Ciao. Ciao. Boah, mir läuft die Suppe runter, ne? Ja, schön mit dem Arsch in der Sonne hier. Alles für die perfekten Aufnahmen. Dieser ewige Stress, diese Hitze. Ich hab Brand. Wolltest du nicht in Ruhe dein Bier austrinken? Ja, aber du bist schon wieder am Kleben hier dran. Gibt's das doch. Ach, ihr seid ja immer noch da. Ja, Leute. Wenn ihr noch mehr Folgen von uns sehen wollt, dann klickt hier oben drauf. Hier kommt ihr zu unserem Kanal, da könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und hier ist unser letztes Video. Schaut mal rein. Bis denn.